Hallo und herzlich willkommen zurück, Leute. Wir sind hier am Reiten und zwar zum... was war es? Teich oder See des Pferdgottes oder sowas? Hey, hier ist doch ein Krog, oder? Hier ist auf jeden Fall ein Krog. Das sieht nach Mega-Krog aus. So, wo sind die Bälle? Zeig mir die Bälle. Da vorne. Einmal schubsen, bitte. Und rein mit dir. Landest du drin? Jo. Wunderbar. Danke. Da brauchen wir noch ziemlich viel. Ich glaube, wir brauchen, was? 35? 32? Irgendwie sowas. Zum nächsten Waffen-Upgrade. Okay, hier ist eine schöne Brücke. Das gefällt mir. Brücke des Pferdegottes. Pferdegottes. Sorry. Ich habe ein E reingepackt, okay? My bad. Was gibt's hier zu sehen? Hey, warte mal. Man kann nochmal upgraden. Nicht dein Ernst, oder? Ne, ehrlich jetzt? Wie viel soll das kosten? Du, junger Mann, bitte hör mich an. Aber gern. Ich bin, ach, nenn mich Marlon. Wusstest du jeden Schmerz erleiden, ein geliebtes Pferd zu verlieren? Wenn ich meine Kraft zurück hätte, könnte ich dir da vielleicht helfen. Ich brauche nur Rubine und fast keinen Betrag zu klein. Ich brauche nur 1000 Rubine, schnell. Wenn ich zu meiner alten Form zurückgefunden habe, haben Pferdefreunde Grund zur Freude. Da habe ich genug. Aber anscheinend kann man da nichts upgraden, hä? Klingt jetzt nicht danach zumindest. Scheint wohl irgendwas anderes zu sein. Pferdegott. Danke, mein Retter. Ja, sie ist zurück. Meine Kraft. What? Und wie sieht's aus? Ist es ein Typ? Oh Gott. Wow. Was zur Hölle? Muha, hühaha. Ich war ganz schön lange in dieser Knospe eingesperrt. Ich habe überall Krämpfe. Hast du mich befreit? Ich bin Marlon, ich bin der Gott der Pferde. Für meine Befreiung hast du eine Belohnung verdient. Was mache ich da am besten? Soll ich dich fressen? Wow. Hühaha, war nur Spaß. Wenn du ein geliebtes Pferd durch einen Schicksalsschlag verlierst, kann ich es ins Leben zurückholen. Wenn du dagegen mutwillig ein Pferd um sein Leben bringst, dann erwarte keine Gnade von mir. War nur Spaß. Lass mich mal sehen. Du kümmerst dich um deine Pferde. Sie scheinen alle wohlauf zu sein. Das Band der Freundschaft zwischen dir und deinen Pferden ist außergewöhnlich. Teile weiterhin dein Leben mit deinen Pferden. Lebe es in vollem Galopp bis zum Ende. Okay. Ich wüsste nicht, warum wir ein Pferd zurückholen sollten, aber ich schätze, es hat seinen Zweck. Irgendwie. Da war eine Kröte. Da sind auch noch mehr Kröten. Aber ich schätze, die sind uns gerade ein bisschen egal. Ja gut, dann haben wir einen Pferdedingens entdeckt. Wie markieren wir das? Vielleicht mit einem Stern, ha? Macht das Sinn? Wie haben wir die anderen markiert? Fucking gar nicht. Wo ist noch eins? Quelle der großen Fee. So, wo war das andere? Oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Fuck, ich hab's vergessen. Ich weiß es ehrlich nicht. Tja, egal, irgendwo ist es. Ah, genau, hier. Hier war's. Quelle der großen Fee. Haha. Haha, okay, gut, gut. So, dann wollen wir theoretisch jetzt woanders hin. wollen wir von hier dahin springen? Vielleicht macht das am meisten Sinn. Wenn wir zum Turm gehen und einfach in die Richtung fliegen. Am besten mit Rivalis Sturm in die Lüfte und dann richtig hart dahin. Es könnte echt schon reichen. Ja, das probieren wir.
Ansonsten laufen wir halt den Rest, aber wir müssen da halt jedenfalls hin. Da haben wir zwar schon theoretisch ziemlich viel entdeckt gehabt, sind ja da durchmarschiert mit unseren Waffen, aber ja, trotzdem müssen wir hin. Zwar werden wir da vielleicht einfach nur einen Schrein bekommen, aber besser als nichts. So, das Ziel ist genau da. Jo, dann mal los. Könnte sogar fast reichen, einfach so zu fliegen. Du? Nee, gar nicht mal. Ich habe meine Meinung geändert. Das reicht gar nicht mal, ne? Aber wir haben es probiert. War auch ein schöner Gedanke auf jeden Fall, aber leider nein. Vielleicht laufen wir einfach über die Berge und springen dann da runter, hä? Wäre das noch eine Idee? Haben wir einen Hammer? Nee, wir haben aber so eine Scheißwaffe. Das kriegt die Kacke auch kaputt. Oh nein, 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 das wollen wir nicht benutzen. Chill. So, die schöne Waffe ist kaputt. Das freut mich. Habe ich da eine... Oh, das war ein Bulle. Nein, die Bullen. Tatütata, Motherfucker. Wir haben so viele Leuchtsteine hier. Oh, sehen da meine müden Augen richtig? Dass da ein nicht funktionierender Wächter ist. Und da vorne genauso. Und da vorne genauso. Oder funktioniert der? Der funktioniert natürlich wieder. Und schon ist er kaputt. Geht's noch einfacher? Ich weiß es nicht. Finden wir es heraus. Wir gehen zwar ein bisschen gerade in die falsche Richtung. Aber wir gucken uns mal hier um. Weil hier waren wir auch noch nicht. Da sind Bäume. Ich weiß nicht, ob da was ist, aber... Ich weiß, dass der was versteckt. Das wollten die alle. Ich bin Bauarbeiter. Ich hau euch weg wie nichts. Können wir das schaffen? Ja. Ja, indeed. Holy shit, was ist das für ein Felsen? Da oben waren wir aber auf jeden Fall nicht. Wollen wir da schnell hin? Da wollen wir schnell hin. Einmal umgucken. Damn, sieht ja cool aus. Nee, da waren... Ach, das sind die Zwillingsberge. Ja, gut, dann gehen wir da nicht hoch. Da waren wir oben. Das war ja nichts. Also, da haben wir die Schreine gemacht. Da ist für uns nichts mehr zu holen. Aber ich dachte, vielleicht ist hier auf dem Berg noch was. Ja, ist auch. Ja, und wohin? Ehrlich jetzt? Ich will da nicht hin. Nein. Von da kommen wir doch. Seid ihr denn behindert? Ja, das bin ich. Aber sag's keinem. Ja, okay, easy. Seid ihr zufrieden? Belohn mich! Belohn mich! Danke. Okay, darunter. Wir wollen eigentlich nur zu diesem doofen Schrein, ja? Damit wir unseren Shit abgeben können und höchstwahrscheinlich was zurückbekommen. So, jetzt sehe ich auch nichts mehr. Du, das wird immer besser.
Ich sehe halt echt Müll. Ich sehe nur, dass es da vorne leuchtet und glücklicherweise weiß ich, dass ich da hin muss. Ansonsten hätte ich jetzt keine Ahnung. So, wir müssen die Schuppe da rein. Wo sind denn unsere Items? Da. Einmal sortieren. Die sollte irgendwo weiter hinten sein. Hä? Da! Farodra-Schuppe. Gönn dir. Belohnung? Die Tür geht auf. Geil. Nee, geht einfach die Tür auf. Das fasse ich jetzt aber nicht. Nee. Du, da war ein Schrein drin. Unerwartet. Im Rachen des Drachen. Und rein mit dir. Dann mal schauen, ob hier direkt die Belohnung ist. Belohnung. Bitte was Cooles, bitte was Cooles. So eine Drachenwaffe oder sowas, wäre das cool? Ich würde das so feiern. Hä? Wobei eine Lanze mit 40 Angriff ist schon einiges. Holy shit, wenn ich gerade so überlege. Ich meine, eine Lanze ist schon geiler als ein Schwert. Einfach diese Reichweite ist schon krank. Muss man echt sagen. Und dann ist es noch eine Elektrowaffe. Macht das nochmal cooler. Also, ist eine coole Waffe, du. Ist eine coole Waffe. Oh, wir haben wieder 4 Bewährungen. Huh. Ich frag mich, ob es ein Limit an Ausdauer gibt und ob wir das gerade erreicht haben oder wie es damit aussieht. Müssen wir mal ausprobieren, auf jeden Fall. Nicht jetzt, aber müssen wir ausprobieren. So, die Frage ist, wohin gehen wir als nächstes? Ich schätze einfach weiter Richtung Osten, bis wir die Karte hier durch haben. So, hier haben wir jetzt theoretisch so ziemlich alles durch. So, das haben wir nicht, ja. Wir sind hier den Weg weitergegangen, aber das haben wir nicht. Das heißt, wir gehen zum Turm und springen dann in die Richtung. Das fände ich eine gute Idee. Mal gucken. Also, wir haben jetzt, ich glaube, 3 von den Göttinnen gefunden. Ich muss mal echt überlegen, ob wir alle Drachentempel haben. Ich weiß auf jeden Fall, wir haben 2. Den Eisdrachen und den Drachen. Aber Feuerdrache? Habe ich da was gefunden gehabt? Ich glaube nicht. Aber ich bin mir einfach komplett unsicher. Dann wiederum fehlt mir im Lavagebiet ziemlich viel, ne? So, hier habe ich, glaube ich, bin ich nicht rein. Und hier habe ich echt fast gar nichts gemacht. Ich bin eigentlich nur durchgerannt. Müssen wir auch nochmal gucken. So, welche Richtung? Oh, cool, da ist ein Wasserfall. Nice, müssen wir auch noch hin. So, dann müssen wir in die Richtung. Sehen wir hier schon was? Wir sehen ein bisschen Wasser. Ansonsten nicht wirklich, ne? Ah, da wird wahrscheinlich auch nicht so viel sein. Da gehen wir mal in der nächsten Episode hin. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns. Ciao, ciao. Und damit du meine Let's Plays nicht vergisst, tü-tü!